Überraschendes Liebesaus bei Loredana Wolny. Die 19-Jährige hat im Netz alle Pärchenfotos mit ihrem Freund selber gelöscht. Das Glück schien perfekt, doch nun deutet alles auf Krise hin. Loredana Wolny hat auf ihrem Instagram-Kanal alle gemeinsamen Fotos mit ihrem Verlobten selber gelöscht. Eine auffällige Aktion, die bei ihren Fans Besorgnis auslöst. Wie steht es um Loredana Wolny, 19, und ihren Selber? Eine Frage, die ihre Instagram-FollowerInnen aktuell offenbar um den Schlaf bringt. Seven und du habt alles gelöscht. Wenn ihr euch auch noch getrennt habe, glaube ich jetzt wirklich an nichts mehr, kommentiert ein offenbar geschockter Fan den aktuellen Post der Reality-TV-Bekanntheit. Tatsächlich scheint die gemeinsame Vergangenheit in Social Media ausgemerzt. Doch gilt das auch für das reale Leben. Immerhin hat das Paar erst im Dezember 2022 Sohn Aurelio auf der Welt begrüßt. Kurz darauf folgte die Verlobung. Doch die Zeichen deuten auf Krise. Nur noch in einer Videoliebeserklärung für den gemeinsamen Sprössling ist sehr schemenhaft zu erkennen. Loredana ist dem Mann, den sie heiraten wollte, inzwischen entfolgt. Wo Liebe ist, wird das Unmögliche möglich. Isaid Yes, jubelte die Tochter von Silvia Wolny, 58, noch im März, als ihr Liebster sie um ihre Hand bat. Heute fragt eine Followerin, wo ist Save? Eine Antwort bleibt Loredana ihren Fans bislang schuldig? Vielleicht gibt es sie irgendwann in einer neuen Folge der familieneigenen Sendung Die Wolnys, in der auch Save inzwischen den ZuschauerInnen vor den Bildschirmen präsentiert wurde und dabei gut ankam? Die Liebe einer Mutter oder eines Vaters macht ihren Sohn nicht abhängig oder ängstlicher, sondern stärker und unabhängiger. Wir lieben dich über alles, schrieb Loredana noch am 8. April 2023 zu einem Foto mit ihrem Baby. Die Hoffnung bleibt, dass zumindest die Liebe zum gemeinsamen Kind seine Eltern nicht für immer entzweit. Loredana hatte seit Bekanntwerden ihrer Schwangerschaft im vergangenen Jahr harsche Kritik einstecken müssen. Viele Fans waren der Meinung, die damals 18-Jährige sei viel zu jung, um der Mutterrolle gerecht zu werden. Das Kind tut mir jetzt schon leid, lautete nur einer von vielen Negativkommentaren. Doch damit nicht genug, denn auch die Wahl ihres Partners sorgte bei einigen Nutzern für Unmut. Die Blondine und ihr Verlobter mussten sich zum Teil eine Vielzahl rassistischer Bemerkungen gefallen lassen.